Darauf kann man schon mal anstoßen. Die Evangelische Landessynode Württemberg feiert ihr 150-jähriges Bestehen. Zu den Gratulanten im Stuttgarter Hospitalhof gehörte am Sonntag auch Kultusministerin Susanne Eisenmann. Sie würdigte die richtungsgebende Funktion der Synode für die Gesellschaft. Ich persönlich erlebe das so als ein Gremium, das die Themen, die die Gesellschaft braucht und in der Gesellschaft auch diskutiert werden, aufnimmt und da versucht, Linie und Rahmen zu geben. Das ist auch die Aufgabe, dass wir vielfältige Themen haben, die wir gemeinsam diskutieren müssen, wo Gesellschaft auch ein Stück weit Halt braucht, Normen braucht, Wertevermittlung braucht. 1869 hatte die erste Landessynode nur beratende Funktion. Die Entscheidung über kirchliche Gesetze und Finanzen traf weiterhin der König. Heute ist die Synode allein verantwortlich für Gesetzgebung und Rechtsetzung in der Landeskirche. Zudem gehört die Verteilung der Gelder zu ihren Aufgaben. Beim Festgottesdienst in der Stiftskirche lobte Landesbischof Frank Ottfried Juli die ehrenamtliche Arbeit in der Synode. Auch die Debattenkultur innerhalb der Synode sieht Juli als Vorbild. Ich denke, in unserer Synode sind nach wie vor Menschen aus verschiedenen Berufen, auch aus verschiedenen politischen Parteien. Und hier werden auch Dinge verhandelt, die gesellschaftlich auch diskutiert werden. Und was mir besonders ein Anliegen ist, dass man trotz großer Kontroverse und Polarisierungen dann doch miteinander Kirche ist, auf dem Weg ist. Und in einer Zeit, wo die Leute sich im E-Mail nur gegenseitig ausradieren wollen, finde ich das was Schönes, dass wir doch zeigen können, man kann streiten, man kann diskutieren und trotzdem in versöhnter Verschiedenheit unterwegs sein. Mit Blick auf die Zukunft wies Synodalpräsidentin Inge Schneider auf die Herausforderung hin, die Botschaft des Evangeliums in eine sich schnell verändernde Gesellschaft zu tragen. Ja, mir liegt es daran, dass die Kirche immer wieder nach neuen Wegen sucht und neue Wege findet, möglichst viele Menschen zu erreichen mit der frohen Botschaft. Denn wir haben eine gute Botschaft, eine Botschaft, die Hoffnung gibt. Die Landessynode hat derzeit 98 Mitglieder, die sich dreimal im Jahr zur Tagung zusammenfinden. Zu ihren Aufgaben gehört auch die Wahl des Landesbischofs.